So. Mensch, ah, guck mal, da ist er wieder, mein Bettflüchter, du. Aha. Ja, komm her, pass auf jetzt, Lisbeth, Lisbeth, pass was auf jetzt. Jetzt. Guck mal, Überraschung jetzt. Das hab ich ihm beigebracht. Guck mal. Ja, apportieren. Ja, ja, ja. Höckerchen holen. Komm, stell ihn hier, komm. So ist brav. Jetzt komm, jetzt mach mal schnell hopp hopp hier, ne? Mach fertig, ja? Da haben wir sehr lange dran gearbeitet an dieser Nummer. Ja, und kriegt er auch ein Fischchen oder Zuckerchen? Oder? Jetzt habe ich gar kein Zuckerchen dabei. Oder das kann er nicht gut haben, wenn er kein Zuckerchen kriegt. Haben Sie Zuckerchen oder? Wie schnell ist er denn auf 100 Meter? Hä? Ja, nee, das dauert. Stündchen. Komm, stell hin jetzt. Da. Guck mal, für dich auch hier. Komm, stell hin, so ist brav. Jetzt geh weg. Nee, jetzt geh weg, Schatz. Matja, der wird komisch. Schatz, komm. Komm hier rüber jetzt, Schatz, komm, mach Platz, komm, komm, geh da hin jetzt, komm, mach, gehst du jetzt darüber? Manchmal bricht das Wilde noch aus ihm raus, also. Ja, da ist halt ein Wolf, da kommt dieser Wolf. Hältst du den eigentlich draußen über Winter? Nee, im Winter kommt er rein, aber im Sommer habe ich ihn oft im Zwinger. Warte jetzt. Ja. So. Das geht. Ja. Ja, ich war mit 20, war ich eine Hockerschönheit. Ich sag immer, ist ganz egal, wie eine Frau gebaut ist, man muss auf dem Hocker eine gute Figur machen, ne? Ja. Es sei denn, man wird gerade von seinem Mantel erdrosselt. Ja. Ja. Das kommt aber. So, Schätzchen. Ist so hoch. Matja, womit willst du singen? Was machst du da? Oh, Lisbeth, die ist noch so gelenkig, ne? Die Lisbeth, die ist so gelenkig für ihr Alter. Das macht sie mit links. So gelenkig, ne? Komm mir vor wie so ein Dinosaurier, ne? Die hatten ja auch so lange Hälse, damit die langen Schwänze ausbalancieren konnten. Ich hab für sowas ja Schatz, ich bück mich nicht. Ja. Ich habe es. Oh, Lisbeth, oh. Mann, du. Ja. Ne? Das war Hocker-Gymnastik. Ja. So, hier halt fest, zwei Gläschen. Oh, Lisbeth, du denkst aber auch an alles. Ja, sicher. Meinst du, das geht ohne Eierlikör, die Sache hier? Mann, ja, der will gut geschüttelt sein. Ja, will der. Oh. Hör mal, der ist ganz frisch. Guck mal, der knackt noch beim Aufmachen. Hör mal, du. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Oh, der ist furztrocken. Echt? Ich glaube, es ist ein 96er. Das war der gute Jahrgang, ne? Ja, da hatten sich die Eier gerade freigelaufen. Ja. Oh, hör mal. Sag mal, besser Eierlikör als gar kein Eisprung, ne? Schatz, das ist nichts für dich, das ist ein Damengetränk, ja? Oh, Lisbeth, guck mal hier. Komm her. Hör mal. Komm. Schätzchen, du. Prostata! Man kommt zu nix hier. Wenn's meinst, du hättest noch Zeit, dass du so viel Zeit vertun kannst, bist du bekloppt, das ist nicht wahr, du hast es eilig. Wenn's tot bist, ist es vorbei. Und vom Sterben muss sie leben und dann muss sie auch mal fragen, ob sie happy ist. Gehst du als Erste, hast du Pech, bleibst du über, ist es irgendwie besser, aber jammer nicht rum,
geh doch raus, hau auf, Kacke. Oft braucht es Zeit, bis das weiß, was du willst und wie du hinkommst. Bist du dann da? Ist es klar? Ist es besser als wie es war? Ja, so ist das. Kann ich jetzt trinken? Nein. Nur wer vögelt, kann auch fliegen. Über Berge, über Täler, über Falten, Bäuche und die Wechseljahre. Geh zum Lachen, nicht im Keller. Und wenn's weinst, dann aber richtig. Lass mal locker, lass mal gehen, sei mal happy. Wenn's weiß, was du willst, musst du machen, dass du hinkommst. Kommst du zu spät, ist es vorbei. Hat das Leben dich bestraft? Oft braucht es Zeit, bis dass du weißt, was du willst und wie du hinkommst. Bist du dann da? Ist es klar? Ist es besser als wie es war? Ja, ja. Ja, ja. Eierlikör ist wunderbar.